Es geht weiter, ganz spontaner Start wieder, weil wir direkt im Fallen sind. Wir spielen Fall Down und zwar zusammen mit dem lieben Domseplay. Hallo. Und hier dabei ist auch das Domseplay. Möchtest du das Ganze mal erklären jetzt? Genau, ja. Hallo. Genau, also man fällt hier ja gerade runter, wie man sieht, und wir müssen hier diese Ender Crystals aufsammeln. Wenn wir diese Ender Crystals halt berühren oder durch sie durchfallen, es dürfen jedenfalls nicht immer die gleichen sein, sonst bekommt man nichts Neues. Bekommen wir Items, entweder Waffen und Rüstung oder auch sogenannte Nutz-Items, wie zum Beispiel hier bei mir gerade die Blaze Powder oder Golden Äpfel oder Redstone gehört auch zu so etwas. Und daraus kann man sich dann später auch noch Sachen craften, zum Beispiel solche Spezialeffekt-Sachen, sage ich jetzt mal dazu. Und ja, jetzt müssen wir erstmal runterfallen und ein bisschen diese Ender Crystals sammeln und die berühren. Dann bekommen wir auch Level zum Enchanten und da sind wir auch schon unten. Boah, ich habe sowas von gewonnen. Okay, hast du die Nuke? Ich habe die Nuke, ich habe tonnenweise Crafting-Zeug, Pfeilbogen, ja, also das ist ja, echt übelst heftig. Das Einzige, was ich nicht habe, ist ein gutes Schwert. Schön. Bei mir ist jetzt nicht die erste Aufnahme, das heißt, ihr habt es bei mir schon gesehen, die lade ich jetzt ein bisschen spät hoch. Ja, gut, also mein Inventar, ja, ein paar Crafting-Zeug habe ich jetzt ja auch drin. Ich habe gar nichts zum Craften, scheiße. Oh, ich habe dafür keine Hose. Oh, oh, ja, ich hab ein Item von dem anderen aufgesammelt, der war zu tappisch. So, jetzt kann ich mir was craften. Bloß was. Ich hab Snowbombs, was machen die? Oh, Snowbombs, das ist, glaube ich, das Super-Knockback-Zeug dann. Das Super, okay. Ja, Super-Knockback, damit kannst du dein übelster Deck pushen. Na gut, da muss ich ja jetzt aber leider mal mein Schwert ein bisschen besser enchanten. Und meine Rüstung auch, weil ich habe wirklich auch fast gar keine Rüstung. Es geht ja eigentlich darum, so wenig wie möglich zu enchanten, um halt später in den Statistiken weiter höher zu sein. Aber was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Ja. Willst du mir deinen Knochen geben? Hm? Nein. Machen wir beide ein Team? Weil jetzt hat Stormy ja sowieso die Nuke. Wölfe. Gerade. Oh. Okay. Die gehen wahrscheinlich jetzt auch noch, Diamanten, ey. Du hast Diamanten. Gerade jetzt gibt ihr mir Redstone. Warum nicht früher? Und TNT. Und. Du hast TNT? Superschock. Alter Schwede, ey. Mein Gott. Nee, gut, okay. Ich will Diamanten, was von den Items TNT, aufsammeln. Superschock. Ja, gut, Domsa, machen wir halt wieder Team. Das okay, gut. Oh, Item. Ich hab was. Item. Ich hab's. Verdammt. Brauchst du noch Redstone? Kannst du mir vielleicht was geben? Vielleicht kann ich auch noch was Schönes craften. Oh, danke schön, das ist aber lieb. Ich hab noch Glowstone, hab ich hier. Einen. Ja, Glowstone, was kann man denn daraus machen? Willst du es mir mal geben? Alles möglich auch. Da hast du es. Soll sein. Okay. Wird mir später wahrscheinlich zugrunde wieder fallen. ich habe Granaten. Oh ja, Granaten, TNT. Wunderbar. Aber weißt du was? Ich verbrauche das TNT lieber sofort, okay? Aber nicht auf mich. Nee, nicht auf dich, auf die anderen. So, wir müssen jetzt sowieso zuerst mal auf Storm, weil der hat halt die Nuke. Und wenn wir den in 3 Minuten nicht töten, dann sind wir tot. Genau. Okay, wo ist der hin? Es geht los, es geht schon los. Keine Ahnung, wir müssen ihn suchen. Viel Spaß beim Suchen, ich hab Diamanten. Oh, nee, oder? Das ist so immer die Diamanten sind so overpowered, weil wenn er Diamanten hat, dann sehen wir ihn überhaupt gar nicht. Und er kann uns halt immer Schaden zufügen, aber wir sehen ihn überhaupt nicht. Es ist so, als ob er gewanished wäre. Wie gesagt, Spark, kill nicht die anderen. Die müssen ihn auch suchen. Weil wenn wir Storm nicht finden, dann sind wir tot. Ja, warum aber die Sache ist die, wie willst du den kriegen? Keine Ahnung. Da gehen wir lieber auf den anderen, auf Storm. Warum sollen wir Punkte bei denen? Was? Ja, dann hast halt recht. Punkte bei denen. Einer ist ins Wasser rein. Warte, ich hab die Granaten. Lass mich die Granate benutzen. Ich will mal zeigen, wie die aussieht. Die ist voll cool. Okay, er hat gecheckt, dass wir gehen. Ach, zu spät. Die kann nicht so weit fliegen, verdammt. Also das, was er kann, kann ich auch. ja. Storm, du beobachtest uns. Wow. Scheiße, die Nuke geht schon in 2 Minuten. Und ich hab auch noch Pfeile und Bogen. Oh mein Gott, ey, hör auf. TNT, Superschock, Pfeile und Bogen, Wolf-Armee, Diamanten und die Nuke. Also solltest du eigentlich nicht so lange. Eigentlich solltest du nicht so lange unsichtbar bleiben, ne? Achtung, hinter dir! Ich bin gar nicht unsichtbar, das heb ich mir auf. Warte, der ist gleich tot. Noch eine? Ja. Okay, jetzt ist er tot, wunderbar. Gut. Das ist lustig, ne? Irgendwie, ja. Wow, ich bin gerade übelst hochgeschossen worden. Storm, warst du das? Nein. Oh, da hinten ist einer, Spark. Siehst du ihn? Am anderen Ufer. Ja. Da ist unser Hoppelmann. Warte mal, ich habe hier eine Wolfsarmee. Ich kann 120 Wölfe losschießen. Aber die gehen auch auf mich. Das ist das Problem. Jupp. Die gehen auf alles, was in der Umgebung liegt. Also ich habe noch ein TNT. Also natürlich auch auf mich selbst, ne?
Nee, die gehen nicht auf dich selbst. Warte, ich habe noch einen TNT. Wenn ich ihn einmal mit einem TNT treffe, dann ist er erstmal in so einem Loch und kann dann nicht so leicht raus. Und da kommst du gar nicht klar raus, ey. Das ist voll. Scheiße, die Nuke geht in einer Minute los. Oh Gott. Ja, so. Und um sicher zu gehen, dass ich jetzt gewinne, benutze ich jetzt den Diamant. Und tschüss. Weil der Diamant hält im Moment noch so lange wie... Ja, sehr geil. Lol, was war das? Ich sehe nichts mehr. Bei den... Ich bin blind. Scheiße, ich bin blind. Ich bin auch blind. So, okay. Ich warte, jetzt da hinten. Sehe nichts. Okay. Warte, ich kann ihn abschießen mit Pfeil und Bogen. Ich sehe nämlich was. Die Hunde, die gehen übrigens alle auf ihn, nicht auf mich. Das finde ich voll cool. Wen jagst du denn? Hoppelmann jagen wir. Und die Nuke geht gleich los. Ich glaube, das können wir echt vergessen, Spark. Wir werden nicht mehr lange leben. Yeah! Win by default. Ich bin ein Pazifist. Ich kill euch einfach passiv. Ja, sehr geil. Nenne ich eine sehr gute. Alter, wie viel hält der aus? Okay, ich habe ihn gekillt, glaube ich. Hallo! Okay, da sind wir gut. Ja, die Nuke hat uns alle gekriegt. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich fand die Runde sehr amüsant. Auch wenn nicht viel zu zeigen ist. Aber das ist eine Strategie. Ja. Ja, muss man am Anfang die richtigen Items kriegen, ne? Dann hat man es schon geregelt, geritzt. Ich würde sagen, wir haben gleich noch eine dran, gell? Genau, machen wir das. Alles klar, dann bis zur nächsten Runde. Schon los, zack und weiter. Okay, dann ohne groß umzureden. Jo, dann brauche ich gar nicht. Wie kann man sich denn die Diamanten craften? Ich vergesse das Rezept. Ich crafte auch immer alles zusammen. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Rezepte, ist immer das gleiche, ne? Ja, das ist das Problem. Aber wie hast du die denn jetzt zuletzt gecraftet? Ich weiß nicht, ich glaube ein Glowstone, das war da drin. Okay. Und ich habe keine Ahnung, das war wirklich spontan. Mich voll. Ich glaube auch ein Apfel. Ja, das muss man sich eigentlich immer aufschreiben, was man craftet da. Damit man dann für die Woche dann die ganzen Rezepte auswendig weiß. Genau, weil jede Woche werden die Rezepte dann auch wieder resettet, also anders gemacht. Eigentlich doof, jetzt den ganzen Leuten die Tipps zu geben. Das geht ja noch ab. Ja, aber wie gesagt, nach einer Woche ist es ja eh wieder ein anderes Rezept für was, was man sich. Wäre es nicht sinnvoll, dann zum Beispiel das irgendwie online hinzustellen, die Rezepte freizugeben oder dass man die immer selbst herausfinden muss? Ich glaube, der Ziel ist es, dass man die selbst herausfindet. Auch vom Spiel her. Boah, ich habe 1240 Karma schon. Nee, ich hatte vorhin auch schon viel, aber das wurde wieder resettet. Ja. Ah, verdammt. Okay, die Runde bin ich nicht so heftig. Okay. Ich auch nicht. Ich auch. Absolut nicht. Ich habe nur zwei Rezepte. Ich habe drei, glaube ich. Also, kann man hier noch eine dritte Zutat zuwerfen? Das wäre cool. Boah, ich habe noch nicht mal anständige Schwert. Oh nee, wir sind wieder auf der Pizza. Ich hasse die Pizza. Ja, die Pizza ist dämlich. Ja. Ich mag die auch nicht. Habe ich jetzt noch gar nicht gespielt? Wegen so viel Lava, meinst du? Ja, das ist richtig schlimm. Wenn du irgendwas mit Knockback hast, kannst du eigentlich schon gewinnen. Ziemlich leicht. Weil wenn einer die Lava fällt, dann bist du gut dran. Okay. Schaut erstmal. Wo war das jetzt passt. Der? Ich benutze jetzt erst den Cauldron und dann alles andere. Ja, mach das. Ich bin auch auf der Suche nach Verzauberungstisch und so. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Okay. Bin erstmal jetzt auf der Map hier. Ja, die stehen halt, es gibt mehrere, die stehen an verschiedenen Stellen. Was ich jetzt gerade suche, ist ein Cauldron. Ach, da ist er. An dem Tisch. Oh, der hat ein Item fallen lassen. Ja, hat er nicht, verdammt. Oh, ich habe jetzt einen Weg-Teleport. Kann mich wegteleportieren. Ich habe das Gefühl, wenn man mehr verschiedene mischt, dann gibt es bessere Sachen, oder? Jupp. Denke ich auch. Cool. Das macht aber ich auch. Ich habe zum Beispiel gerade Wolf Army. Ich habe Extreme Knockback, ist das, wo man hochgeschleudert wird? Ja. Ja, und geil. Weggeschleudert. Also, das ist echt wirklich. Vom Verzauberungstisch. Ach, da hinten. Okay, dann habe ich noch Snowbombs. Ja, Snowbombs und Wolf Army. Hilfe! Weg. Was ist denn? Das ist der Spark. Okay, wie machen wir die Teams? Da wir zu dritt sind. Hoppelmann und Dingens machen Team und ich habe gerade Pfeile von ihm aufgesammelt, die er dem anderen zugeworfen hat. Gut. Ja, dann gehen wir erst an auf Hoppelmann und Ding. Ja, weil Hoppelmann ist der Admin und der kennt sowieso alles in- und auswendig. Also ist der Overpro. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich oder mit wem ich Team mache, wenn ich kein Team mache. Mach kein Team. Ja, dann machen wir alle mal kein Team. Ja, wir ignorieren uns erstmal anfangs und dann... Wir sollten vielleicht erstmal auf Hoppelmann und den Noob gehen. Den Noob. Ja, der Noob ist mir gerade hier in dem Lava-Bereich da irgendwie um die Gegend. Nein, ich brenne. Jetzt geht's gleich los und dann krieg ich... Ja, der Hoppelmann, der führt schon wieder irgendwas im Schilde. Das sehe ich schon. Die haben sich irgendwas Krasses zugeschickt. So.
Ihr seid nun verwundbar. Oh, oh, oh. Alter, die Wolf-Army, nicht im Ernst, oder? Scheiße. Geht voll auf dich los. Ja. Lock sie einfach in die Lava. Genau. Ja, stimmt, das ist eigentlich voll die gute Idee. Warum bin ich nicht selbst draufgekommen? Sehen wir auch ein paar nicht. Von denen. Ja, Storm, deshalb bist du auf der Uni, ne? Ja, genau. Deswegen bin ich auf der Uni. Boah, der hat die Bälle geschmissen mit dem Knockback. Wenn du die hast, hast du sie gewonnen. Ich mach auch eine Wolf-Army. Ja, stimmt, ja, also die Knockback-Bälle, die hab ich auch. Genau, warum benutze ich die aber nicht? Aber er trifft einfach nicht, weil er doof ist. Wer? Yeah. Der Noob. Wir gehen beide mal auf den Noob drauf. Ja, ich geh erstmal auf Hoppelmann. Ach, verdammt, jetzt sind die ganzen Hunde gekommen. Nein, ich bin Lava-Schuss worden. Ich glaube, ich hab den Hoppelmann mit der. Ist er tot? Und hier sind die Wölfe. Ach. Ja, Hoppelmann ist tot, Hoppelmann ist, glaube ich, tot. Ja, ich hab mich weggeportet. Ja, Hoppelmann ist tot, ich hab ihn gekillt, glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe, dass du durch mich gestorben bist. Ich werde gerade von Wölfen belagert. Ich hab voll wenig Karma, das ist voll blöd. Ich hab 430. Lebt noch der Noob? Ja, ne? Ja, das ist der einzige von Gegnern, die noch leben. Okay. Dann sind wir schon auf uns gehen oder noch nicht? Weiß ich nicht. Okay, wenn du es nicht weißt, dann beantworte ich dir mal die Frage. Ich glaube, da oben ist so einer. Warte, wer ist hier oben? Wo bin ich? Noob, ich bin noch irgendwo in einer Lava-Dings, wo ich nichts sehe. Alter, leck mir mal, ich geh weg. Man kann auch durch die Lava durchschießen, hat dann brennende Pfeile, gell? Ja, das ist cool. Ach, er hat mich platt gemacht. Ja, dann suchen wir aber trotzdem noch den Noob, würde ich sagen. Ja, ich hab den gerade schon. Also Storm, klare Antworten geben. Ja. Nicht, ich weiß ich nicht, also. Ja, ist doch egal. Ja. Ich gönn dir das. Dankeschön. Ich hab ja sonst nichts in meinem Leben erreicht und, ja. Genau. Hast du einen famösen YouTube-Kanal? Na so, das Bug geht jetzt auch auf mich. Nee, ich geh auf den. Ja, ich geh auch auf den, aber ich hab jetzt gerade meine letzten Bomben schon Ort geworfen. Runtergeklappt. Und der hat mich auch gleich in die Lava. Warte, ich hab einen Punch-2-Bogen. Was ist denn der Lava? Okay, wunderbar. Ich hab ihn getötet. Okay, ja. Jetzt geht's wahrscheinlich auf mich. Scheiße. Ich hau ab. Nee, warte, langsam. Ich hab jetzt nochmal. Ich geh jetzt nochmal hier den Zombie und dann können wir gucken. Okay. Mhm. Ach, jetzt fängt er schon da an, unten rumzustehen und zu schießen. Ich zieh ihn. Natürlich. Nur. Los, schieß! Schieß! Scheiße. Das ist fies! Verdammt. Ich wusste nicht, dass wir schon anfangen. Hör auf. Hör auf, ich sehe nichts. Ja, klar. Hör auf, ich sehe nichts! Mein Gott. Wo bist du? Ach, da bist du. Hallo. Bogenschussübung haben es echt gebracht. Ja, haben sie, aber Fuck, scheiße, ich sehe wieder nichts. Boah, das ist so assi. Komm schon. Wo bist du? Ich muss dich nur finden. Ich finde das so lustig, wie der Dopste da die ganze Zeit in die Luft Ja, das haut. Ist assi, wenn man nichts sieht. Scheiße. Ja. Ah, gewonnen. Das war gut. War heftig. Mhm. Dafür gehe ich jetzt mein Karma ordentlich wieder hoch. Ja, meins nicht. Verdammt. Läuft von 440 auf 680, aber dank allen Spielerkill plus gewonnen vom Spiel. Okay, nochmal. Ich hab gleich mit ausgewählt. Ja, also ich beende mal hier die Aufnahme und auch den Part. Wir sehen uns dann. Ein anderer. Okay, dann mach ich auch hier einen Cut rein. Wir sehen uns demnächst und tschüssen.